Wir waren für euch in Prag unterwegs und haben uns Museen und Ausstellungen genauer angeschaut und viele der herausragenden Museen besucht, die Prag zu bieten hat. Die Stadt beherbergt eine Vielzahl von Museen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Wir haben für euch eine Auswahl der besten Museen zusammengestellt, damit ihr beim Besuch der Stadt Prag nichts verpasst. Das Nationalmuseum in Prag ist das führende Museum in Tschechien zur Kultur- und Naturgeschichte. Es verfügt über zahlreiche Sammlungen und Ausstellungen. Familien mit Kindern staunen über das Leben in der Steinzeit und die lebensechten Darstellungen prähistorischer Tiere wie der Mammutfamilie. Das Museum findet ihr am oberen Ende des Wenzelplatz. Ihr solltet euch mindestens 3 Stunden Zeit lassen, um einen Teil der Ausstellungen zu sehen. Das Tschechische Nationalmuseum in Prag gehört zu den größten Museen der Stadt und beeindruckt mit einer breiten Palette von Exponaten und Ausstellungen, die die Welt der Technik und Innovation in den Mittelpunkt rücken. Das Museum ist besonders für Kinder eine ganz besondere Erfahrung, weil sie ganz nah an alle Fahrzeuge herangehen können. So können Eltern ihren Kindern eine riesige Dampflokomotive aus nächster Nähe zeigen. Besucher haben die Möglichkeit, die Geschichte des Verkehrs, die Entwicklung der Astronomie, die Evolution der Computertechnologie und vieles mehr zu erkunden. Interaktive Elemente und Bildungsprogramme machen den Museumsbesuch lehrreich und unterhaltsam, während die Sammlungen historischer Fahrzeuge, Instrumente und Industriemaschinen einen tiefen Einblick in die technologische Entwicklung bieten. Im Herzen der tschechischen Hauptstadt am Altstädter Markt findet ihr das Wachsfigurenmuseum von Madame Tussaud. In diesem könnt ihr mehr als 40 Wachsfiguren berühmter Schauspieler, Musiker oder historischer Persönlichkeiten entdecken. Kinder und Erwachsene können mit den Wachsfiguren einzigartige Fotos zur Erinnerung machen. Und wer hat schon ein Foto Arm in Arm mit Lady Gaga, Tom Cruise oder Julia Roberts? Das jüdische Viertel in Prag beherbergt 6 interessante Museen. In der Prager Josefstadt, auch Josefow genannt, spüren Besucher den Geist der Vergangenheit hautnah. Ihr findet hier die Pinkas-Synagoge, die Klausen-Synagoge, Meisel-Synagoge, den jüdischen Friedhof und die spanische Synagoge. Die Gallery of Steel Figures in Prag ist ein weltweit einzigartiges Museum und fasziniert mit lebensgroßen Skulpturen, die aus recyceltem Schrott. Die Wurzeln dieses innovativen Projekts liegen in Polen, wo auf einem Schrottplatz die ersten Ideen und Werke entstanden.
Kinder können die Exponate anfassen und sogar in stählernde Autos einsteigen. Wir zeigen euch einen ersten Eindruck. Die Gallery Lumia Light Art Museum bietet ein unvergessliches Erlebnis für Familien und Kids. Es erwarten euch Spiegellabyrinthe, interaktive Kunstwerke zum Mitmachen, Lichtinstallationen und einzigartige audiovisuelle Erlebnisse, die ein aktives Mitmacherlebnis garantieren. Die Gallery Lumia ist ein magischer Ort nicht nur für Kinder. Ihr werdet von den lebendigen Farben und interaktiven Lichtinstallationen begeistert sein. Jede Ausstellung bietet eine neue Welt zu entdecken, von leuchtenden Tunneln bis hin zu Räumen, die mit Licht gemalt sind. Kinder können hier spielerisch die Verbindung zwischen Kunst und Technologie erforschen. Das Museum der Sinne ist ein interaktives Museum, das sich der Erforschung und Entdeckung unserer fünf Sinne Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten widmet. Es befindet sich im Herzen von Prag und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung zu erkunden. Es ist kein gewöhnliches Museum mit passiven Ausstellungsstücken, sondern ein Ort, an dem Besucher aktiv involviert werden und ihre Sinne auf spielerische Weise herausfordern können. Das kleine interaktive Museum widmet sich im Prager Stadtteil Kleine Seite, den in den Filmen von Karel Zeman gezeigten Spezialeffekten. Die Besucher werden zum Teil der großformatigen Bilder, sodass lustige Erinnerungsfotos entstehen. In der Prager Burg findet ihr den alten Königspalast, die St. Georgs Basilika, das goldene Gässchen mit dem Daliborker Turm und den Veitsdom. Einige Museen und Ausstellungen und auch das goldene Gässchen kosten extra Eintritt. Ihr habt jetzt einen ersten Eindruck über die schönsten Museen in Prag. Mehr erfahrt ihr auf ostsachsen.de, wenn ihr nach Prag sucht. Folgt uns auch hier auf YouTube.